hier schon ganz anderes erlebt bei Boxveranstaltungen, als die Boxer dann sehr geschwitzt haben. Hier kommen sie kaum ins Schwitzen. Die vierte Runde. Das ist jetzt der Stil, den man von Kevin Johnson kennt. Sehr beweglich nach hinten. Endlich mal ein bisschen was Attraktives für uns und für das Publikum. Zeigt an, dass er auf den Hinterkopf getroffen worden. Nur er hat ja sich so blöd gebückt eigentlich, dass Klitschko seine Faust gar nicht mehr zurückhalten konnte. Naja, es fällt mir auf, dass Vitalis Rechte nicht schön aus der Mitte kommt. Vielleicht haben sie das so geübt, um Kost auf die Schläfe zu kommen. Das kann schon Strategie sein, dass er so von außen rum schlägt. Und da der Herr Kevin Johnson sich immer so abdreht, kriegt er sie natürlich oft hinten auf den Kopf, was eigentlich nicht erlaubt wäre. Jetzt igelt sich der Amerikaner ein. Amerikaner, der in der Vergangenheit auch schon einmal 18 Monate lang im Gefängnis war, nach Schlägereien. Ist alleinerziehender Vater einer 10 Jahre alten Tochter, Kevin Johnson. Vitali ist ja auch ziemlich ratlos, weil der macht mehr den Clown als den Gegner. Blitz schnell kommt sie jeweils, die Linke von Johnson. Aber sie trifft nicht, sie trifft noch nicht vielleicht. Duckt sich immer wieder ab, Johnson. Letzter Angriff, diesmal eine rechte auch von Klitschko. In Muhammad Ali Manier schimpft er irgendwas. Aber davon lässt sich Vitali Klitschko nicht beeindrucken. Das ist auch mehr, glaube ich, eine ratlose und hilflose Geste. Und zeugt nicht für große Intelligenz, wenn man nicht Muhammad Ali ist und dann auch boxen kann. Und Vitali Klitschko versucht, seinem Gegner den Mund zu stopfen.